Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Literaturfreundinnen und Freunde, zur heutigen Literaturecke möchte ich Sie herzlich begrüßen und mich Ihnen mit einigen Gedichten vorstellen. Da es sicher etwas problematisch ist, mehrere Texte nacheinander in sich aufzunehmen, bin ich gerne bereit, Ihnen die heute vorgelesene Lyrik zuzusenden. Rückporto legen Sie aber bitte bei. Die entsprechende Adresse wird am Schluss noch einmal eingeblendet. Sie lautet Burkhard Thom, 6708 Neuhofen, Rehbachstraße 42, Telefon 06236 51736. Bevor es nun losgeht, noch einige Worte zu mir. Mein Name ist, wie gesagt, Burkhard Thom, ich bin 31 Jahre alt, stamme aus Recklinghausen, das liegt im Ruhrgebiet, und wohne seit einigen Wochen nun in der Nähe von Speyer, nämlich in Neuhofen. Gedichte schreibe und veröffentliche ich schon seit einigen Jahren. Ich möchte nun beginnen mit meinem Text Traum ohne Ziel. Nun ist es dunkel und er schleicht wieder einsam durch die Nacht. Wo ist der Anfang, wo das Ende seines Weges? Trübe flackern die Lichter der Laternen. So auch seine Gedanken. Sie irren durch seinen Geist, der keine Klarheit mehr hat. Verheißungsvoll tanzen die Lichter aus den Fenstern umliegender Häuser. Verspricht ihr magischer Schein Wärme und Geborgenheit? Oder sind es nur Wegweiser, am Rande schon seit Ewigkeiten ausgetretener Pfade? Die Reflexe der nassen Straße werfen auch seine Gedanken zurück, undurchdringlich. Wie frisch und klar die Luft ist, wenn auch das Dunkel den Blick nicht weit dringen lässt. Sein Weg kennt kein Ziel und ist doch noch so weit. Erinnerungen treiben durch den Nebel an Menschen, auf die er in dieser Stunde gewartet hat, ohne ihnen jemals wirklich begegnet zu sein. Schritt um Schritt durch die Nacht. Ein Sehnen im Herzen, Verzweiflung in der Seele. Asphalt, nass. Ein paar Sträucher am Wegesrand und die Burgen aus Stein, heruntergekommene Träume von Schlössern und Glück, rings um die Nacht. Das Dunkel lässt jede Richtung frei. Das war ein etwas älterer Text. Ein Text, der vielleicht auch mit dieser Thematik zu tun hat, und der später entstanden ist, den möchte ich jetzt lesen. Er nennt sich Erweiterung. Ich bekenne mich zur Unmäßigkeit, zur Grenzenlosigkeit. Noch immer will ich steigen in ungeahnte Höhen, bodenlose Tiefen und will eingehen ins Unendliche, ozeanisch, voller Wildheit mit brennendem Herzen. Doch mehr noch will ich nun. Will nicht mehr wahllos sein, will Richtungen bestimmen, dass die Trümmer eingerissener Grenzen mich nicht mehr erschlagen. Will Atem holen und immer höher steigen, ohne zu erfrieren in zu dünner Luft. Will mich versinken lassen, nicht stürzen im Abgründigen. Will mich lösen in zeitlosen Augenblicken, auffindbar. Denn umso echter, umso öfter bin ich. Der nächste Text ist etwas kürzer, passt aber inhaltlich auch dazu, denke ich. Er nennt sich Movement. Als Kugel
geschleudert in den Strom der Zeit, deformiert zum Querschläger, halte ich inne, versinke nicht. Akzeptierend meine Form wachse ich durch Vergangenheit hindurch, in Zukünfte und in Höhen, Tiefen, Breite und Vielfalt der Gegenwart. Ein Text, der eine meiner ersten Veröffentlichungen überhaupt darstellt, scheint mir auch rein stilistisch schon interessant, aber das Beste wird sein, ich lese ihn einfach mal. Er nennt sich Änderung. Haben Sie sich schon einmal Gedanken gemacht, was sich nach Ihrem Tode ändern wird? Oder aber haben Sie sich schon einmal Gedanken gemacht, was sich vor Ihrem Tode ändern könnte? So, jetzt wird es vielleicht auf eine Art etwas alltäglicher. Da habe ich eine Begebenheit aufgegriffen, die auch so passiert ist. Der Text nennt sich Heimfahrt. Die Windschutzscheibe zeigt das übliche Bild. Gestalten in Gehäusen aus Blech, Chrom und Plastik, gummibereift die alten Wege fahrend. Fahrend auf einem erstarrten Fluss, erstarrt zu Beton, mit einer weißen Linie in der Mitte. Dann an der Ampel etwas Neues. Überrascht muss ich lächeln. Ein Luftballon, zart rosa, zerbrechlich wirkend. Hüpft, ja tanzt er. Tanzt mitten zwischen quietschenden Reifen der rasenden Blechsärge, die immer weiter rasen, von irgendwo nach irgendwo. Keine Schnur, die ihn hält, keine Kinderhand, die ihn führt. Tanzt er frei seinen Tanz, ahnt keine Gefahr. Noch hat kein Rad dich erdrückt, doch ich muss fort, die Ampel befiehlt meine Weiterfahrt. Ich komme wieder. Jetzt habe ich wieder einen Text, der inhaltlich zum Teil auch verwandt ist, ebenfalls aus meinem täglichen Erleben geschrieben. Nennt sich Begegnung in Chrom. Für einen Augenblick nur sah ich dein Gesicht, dein gummibereifter Blechsarg, Särge für uns lebendige Leichen, verchromte Käfige des Menschentiers. Du in deinem Wagen, ich in meinem Wagen. Auf der Stoppuhr, nur ein kurzer Ruck, huschtest du an mir vorbei. Du, noch so gerade eben nach links abbiegend, nahm ich automatisch den Fuß vom Gaspedal und drohte dir scherzhaft mit dem Finger. Du sahst mich an, erschrocken, schuldbewusst, amüsiert, dann freundlich und Beton vor mir, mein Fuß wieder auf dem Gaspedal. Du warst nicht wunderschön, ich werde dich wieder vergessen. In meinen Träumen kommst du nicht vor. Wir sind uns begegnet. Heute. Mit einem letzten Text möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Er ist auch noch nicht sehr alt. Er ist vor kurzer Zeit entstanden. Ich finde ihn einfach schön. Und ich lese ihn jetzt einfach mal. Anker. Hege die Momente, in denen du glücklich und ganz zufrieden bist. Denn in diesen Augenblicken wachsen dir Flügel, die dich tragen können. In den guten Zeiten
machen sie dich noch größer, tragen dich über Untiefen und Abgründe, lassen dich über die Steine in deinem Weg leichten Herzens steigen. Hinweg über alle Nichtigkeit schwebst du hoch, wo harte Konturen sich runden und du den Kanten und Rissen der anderen verzeihst, wie deinen eigenen. Und stehen dunkle Wolken über deinem Weg, so sind die Schwingen klein, doch dann schau zurück. Über deinen Schultern erheben sich noch immer wolkenfederleicht die Flügel, die dich tragen können. Wisse, du kannst fliegen, auch in diesen Zeiten. Hoch und leicht und frei kannst du Kapriolen schlagen, kannst noch immer lachen. So, damit möchte ich die heutige Sendung beschließen. Wenn Sie in der einen oder anderen Form darauf reagieren würden, würde ich mich sehr freuen. Am meisten würde es mich freuen, wenn einige von Ihnen sich durch diese Sendung zum Nachahmen aufgerufen fühlen würden. Zu dieser Frage können Sie mit mir Kontakt aufnehmen oder sich gleich an den offenen Kanal Speyer wenden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen. Thank you.